Und oh, was ist das für ein Korn? Ein geiler Korn. Ja, oben drauf war auch schon nice mit dem Hirsch. Was geht eigentlich ab? Wir sind wieder übel back, Alter, wie so ein Bandscheibenvorfall. Ja, Shoutout. Ja. Die Medizin haben wir am Start auf jeden Fall. Absolut. Hoffentlich. Wir haben heute eine der Brennereien am Start, die für das Single Malt Game, ich sag mal, einen ziemlich großen Faktor gespielt hat, so eigentlich mit dem Durchbruch auch gestartet hat. Deswegen machen sie auch alles falsch. Warum machen sie alles falsch? Also jetzt auf die Flasche bezogen, wir haben Farbstoff, kühl gefiltert und 40%. Und trotzdem haben wir ja einen 21-jährigen Lachs, wie man halt in den Kartons kennt. Also eigentlich könnte schon eines der Aushängeschilder der Brennerei sein, aber man sieht dann auch, wo die Reise hinführt bei Glenfiddich. Also generell so ein bisschen auf Marketing und ja, in der Bar, im Hotel sieht es halt geil aus. Einfach Masse. Ja, eigentlich auch ein bisschen schwäbisch eigentlich auch, so weit wie möglich runter verdünnt, dass man so viel wie möglich für einen hohen Preis verkaufen kann. Aber schlussendlich sieht sie geil aus. Also ich finde sowohl die Bottleform ist einfach einmalig, man erkennt sie sofort wieder. Und vor allem, man muss bei der Bottle hier erwähnen, dass er noch dicker und schwerer ist als die klassischen vom 12er zum Beispiel, vom 15er. Und der Karton ist auch ungefähr das Vierfache von dem normalen Karton. Apropos Vierfache, ist auch sehr gut. Sagen wir gerade Produktionsweise von Glenfiddich ist so mindestens das Vierfache von jeder anderen normalen Brennerei her. Von allen anderen zusammen. Genau. Wir haben Vierfache, eine Kapazität von 21 Millionen Liter. Wir haben 16 Wash Stills, 27 Spirit Stills. Alter. Das kann ich halt keinem erzählen. 48 Washbacks, 72 Stunden Fermentation. Ganz interessant bei Glenfiddich, das wissen viele gar nicht. Wir haben ja scheiße viele Brennblasen, aber ich sag mal, die Wash Still, wo den ersten Brennvorgang durchführt, ich sag mal ganz klassisch. Danach geht es weiter in Spirit Still, auch ganz klassisch, aber wir haben zwei unterschiedliche. Das heißt, es wird nicht dreifach gebrannt, nicht verwechseln, sondern einfach einmal so und danach im Endeffekt wieder zusammengeführt, diese zwei unterschiedlichen Spirit Stills. Das Gemischte kommt dann ins Fass, haben wir dann hier stehen. Ja. Und ich würde auch vorschlagen, Kai, bring mal kurz den Kasten auf den Tisch. Also, wir waren auch schon bei der Brennerei. Das muss man schon sagen, lohnen tut sich ein Besuch auf jeden Fall. Es gibt einen geilen Distillery Shop und auf dem gleichen Gelände findet man auch Belveny und Kininvi. Also der gute Glenfiddich. Genau. Ja, also drei Brennereien auf einem Gelände. Zwei davon machen richtig guten Whisky. Einer ist halt einfach so für die Masse. Wobei, mal ganz kurz aus Shoutout, ich finde den 12er, 15er und 18er finde ich gar nicht schlecht. Vor allem der 12er geht immer, vor allem für den Preis. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon klasse. Genau. Aber natürlich auch da überall mit diesen 40%. Für Einsteiger auch klasse, aber halt kastrieren ihre Whiskys halt übelst. Ja. Also es ist ja okay, dass man auch sagt, man füllt alles mit 40% ab und mit Farbe. Ja doch, schon okay, gerade so für so Einsteiger und so. Noch einmal. Aber das Wichtigste ist, man muss auch für die Nerds was haben, Alter. Und da haben die halt fast nichts, Mann. Das ist ganz übel an. Ja, es gibt immer, es gibt immer wieder ein paar geile Abfüllungen, auch mal mit 47% oder über 50 sogar. Mit Experimenten, mit, ich sag mal gerade, Eisweinfässern und. Die sind schon geil. Und halt ist auf den Shop angesprochen, natürlich auch ein paar Distillery Exclusives, die dann auch mehr Prozente haben, aber preislich auch teuer. Ja, eigentlich viel zu teuer sind. Ja. Und da, um dann auf die Bottle zurückzukommen, wir haben hier einen 21-jährigen Whisky, der in American und European Oak Fässern gelagert wurde, und dann kam ein Finish in Rum vollgesogenen Bourbon Fässern, um das mal so ganz selber kreiert. Ja, ganz das ist ganz absolut witzig. Geil. Es gibt ja auch den David Stewart bei Belvini, der hat ja auch seine Firma bei Glenfiddich ewig lang im Spiel gehabt, und der hat ja auch für Belvini, ich sag mal, eigene Rum Blends kreiert für die Fässer. Also da ist bestimmt auch ein bisschen Influence mit drinnen, könnte deswegen auch geil werden. Und das Finish war dann auch für 4 Monate in diesen Rum Fässern. Ja, ich bin mal gespannt, was das Rumfass noch so für einen Einfluss hat nach diesen 21 Jahren. Den Preis wollt ihr natürlich auch erfahren von dieser Bottle. Wir liegen bei ca. 170 Euro. Ich denke mal, im Angebot gibt es mal für 160, aber es gibt auch ein paar Shops, da geht es dann auf die 200 zu. Das ist schon happig, echt. Und da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, dann hätte es halt auch, hätten wir auch die Kühlfiltration weglassen können, man hätte keinen Farbstoff reinpacken müssen und man hätte ihn vielleicht auch mit ein paar Prozenten mehr abfüllen können, weil für den Preis... Aber das ist die falsche Einstellung bei Glenfiddich. Ja, bei Glenfiddich müssen jetzt hingehen, einfach nur, sieht das schön aus, ich habe keine Ahnung von Whisky, aber wenn Familie kommt, Alter. Was ist das für ein krasses Teil, Alter. Du bist reich, Alter. Ja, ich bin jetzt auch bereit. Zur Whiskybomb? Aber sowas. Aber so.
So, da sind wir auch schon wieder back und ich würde sagen, wir heben uns Glas jetzt mal ordentlich ans Glas an. Riecht schon geil. Also schön extrem sanft. Oh, jetzt kommt eine extrem exotische Fruchtigkeit mit, finde ich. Mein erster Kontakt war erstmal richtig, fuck, der ist richtig flach, Alter. Ja, also so ein bisschen flach und leicht. Genau, oder aber dünn. Ja, also erstmal teilweise fast auch nichtssagend. Also es klingt jetzt hart, aber auch der Whisky, der ist 21 Jahre. Der hat lange Zeit im Fass verbracht. Lass ihn lange Zeit im Glas. Ich habe eine Pfirsichschale, eine schöne. Mhm. Die kommt als erstes durch, aber jetzt muss ich nochmal reinhalten. Also ich so das Tropische, was Doug schon angesprochen hatte, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ja, exotisch, tropisch. Es ist auf jeden Fall Mango mit Mango drin. Mango-Facts, genau. Es ist auch sowas Pfirsich, Aprikose, allgemein helle Früchte. Aber ich stimme euch zu. Erstmal, Alkohol hast du auf jeden Fall überhaupt nicht in der Nase. Fact. Es ist sehr, sehr sanft. Ja. Aber auch allgemein ist er einfach sehr, ja, er braucht... Man muss ordentlich reinhalten, um da was rauszuziehen. Es kommt noch so eine schöne Kokosnuss durch. Oh. Vanille ist aber auch klassisch, aber die hast du auf jeden Fall mit der ganzen exotischen Frucht in Kombination. Du hast so eine richtige Vanillesüße. Im Hintergrund habe ich schon so eine leichte Eiche dann auch. Ja, man merkt schon, dass er jetzt nicht krass jung ist oder mal gar nichts Stechendes, Scharfes in der Nase. Ja. Aber das liegt zum einen natürlich am Alter, aber auch an dem Alkoholgehalt. Also es gibt auch eine Variante mit knapp über 43%. Mhm. Könnte interessant sein, aber die Noten sind schon geil bislang. Ja. Also ich finde auch, der riecht richtig geil. Du hast geile Noten, so eine richtig exotische Fruchtigkeit, aber der hat keine Tiefe irgendwie. Ja, also ach, doch schon, aber das ist schwierig. Es ist so schwierig wegen dem 43%. Die schwenkt dann dezent. Ja, oder um es anders zu formulieren, es gibt auf jeden Fall einige Whiskys für 70 Euro, wo ich eine ähnliche Nase habe. Aber ich muss jetzt auch Marci recht geben, mir kommt so langsam schon diese leichte Holzigkeit entgegen, die dann ein bisschen auch für ein Alter spricht. Was für ihn spricht, bei vielen Whiskys, da fängt man an zu nosen und irgendwann hat man auch genug. Mhm. Und hier warte ich zwar noch ein bisschen drauf, dass was Krasses kommt, aber trotzdem so ein bisschen begeistert er einen schon. Ich finde den jetzt auch preislich gar nicht so übertrieben, also so um die 170 Euro. Wir haben halt immer noch 21 Jahre auf dem Tisch stehen, gell? Aber da gehe ich mit dir jetzt gar nicht mit. Nee. Also, finde ich tatsächlich schon. Wobei, man muss schon sagen, heutzutage 21-Jährige liegen halt, geht es halt bei 150 los. Klar, hat er ein paar negative Fakten. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch auf den Mund gespannt. Ich glaube, da passiert auch ein bisschen mehr. Aber ich muss sagen, ich finde die Nase einfach echt geil eigentlich. Schön. Weil wenn ich jetzt so reindenke, ich assoziiere sofort so eine Waffe mit Apfelmus, Früchten und Puderzucker oben drin. Fair. Das ist für mich aber halt und dann wieder alles so ohne Waffe. Aber alles halt echt sanft. Ja, aber der Apfelmus ist on point, Alter. Ja, Mann, Apfelmus, sein Vater ist das. Ja. Slonche. 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 Erster Mundkontakt trotzdem auch etwas dünn, Facts. Aber er wirkt sofort etwas dunkler. Vor allem das sofort aus meiner Sicht ein Tick älter als in der Nase. Und in der Nase hatten wir fast nur diesen tropischen Charakter, der ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr ganz so schön. Es wird ein bisschen herber, fand schöne Eichennote im Abgang. Ja, voll. Leichte Röstigkeit sogar. Leicht Kaffeebohnenmäßig. Fängt so Röstaroma jetzt im Abgang. Apfel. Ich fand aber vor allem auch die 40% beim Schlucken. Hat sich noch mehr angefühlt tatsächlich. Ein bisschen, ja. Ja, wobei ich da immer noch der Meinung bin, dem Whisky hätten ein paar Prozent mehr gut auf getan. Jeden Fall. Ich finde, der erste Mundkontakt war unglaublich sanft. Mhm. Er war nicht verwässert, aber dann im Abgang kam ein bisschen was. Aber halt nicht so, dass da jetzt irgendwie Action war. Ja. Ich habe aber immer noch exotische Früchte, habe ich immer noch. Und ich habe auch immer noch wieder Apfelmus, das habe ich von vorne. Feigen. Genau. Ja. Aber ich finde, er schmeckt dunkler und geiler, als er riecht. Allein die Holzigkeit, die mitkommt. Ja, genau. Also obwohl ich diese tropische Note in der Nase schon geil finde, aber der Mund ist dann doch um einiges komplexer auch. Also interessant ist halt ein edler Fürstzipper. Ja, der Start ist wegen den 40%. Ja. Aber oder auch ein edler Einsteiger-Whisky. Ja, genau. Ja, auch geil. Ja. Aber ich werde zum Beispiel gesteinigt, wenn ich mir gern für 120, 130 Euro einen Yamazaki 12 kaufe. Der kostet 170. Und ich finde, der Yamazaki 12 stellt ihn komplett in Schatten, Alter, der überrundet ihn. Ja, das sind Facts. Dann kaufe ich mir lieber einen Yamazaki 12, der zu teuer ist. Ich sehe das 1:1 genauso. Es ist ein guter Whisky, der schmeckt auch. Aber 170 Euro für einen edlen
First Sipper oder für einen edlen Einsteiger-Whisky, finde ich einfach, würde ich nicht ausgeben. Der ist, ist verfehlt. Der ist einfach, das was mich stört, ist einfach, dass er mich richtig frustriert. Das ist wie wenn du losrennen willst, aber dich hält jemand fest, Alter. Genau, ja. Weil du probierst die ganze Zeit, mach einfach mehr, Alter. Du hast ein geiles Konzept hier stehen, du hast geile Fakten eigentlich dastehen und dann wirst du einfach in die Ecke getrieben oder festgehalten, wie du sagst, einfach von 40% Farbstoff und Kühlfiltration, Alter. Ja, ja. Aber ist einfach so. Ja, deswegen, ich muss auch sagen, als Whisky-Nerd kommt er für mich auch nicht in Frage, dass ich ihn mir kaufe. Niemals. Der wird sich auch nicht ändern. Ja. Aber ich finde trotzdem gut zu sippen natürlich. Ja, der ist einfach. Aber ich bleibe auch dabei, dass jetzt wirklich so ein Einsteiger, der dann auch mal einen älteren Whisky probieren möchte, Fakt. Auch wenn die 170 zu überzogen sind, aber trotzdem ist für einen Einsteiger gut, weil er halt den Unterschied zu einem 12-Jährigen merkt. Mhm. Aber trotzdem nicht ganz so was Geiles hat wie von vielen anderen Brennereien. Ja. Wir können ja was probieren. Haut mal eure Bewertung raus an Punkten, wie ihr es in Whisky Base eintragen würdet. Oh ja. Damn. Ja, also ich würde sagen, ich würde dem Aal auf Whisky Base so zwischen 82 und 83 Punkten und geben. Und genau da bin ich bei dir auch. Alter. Ich habe 83 im Kopf. Also, ich hab, also über 85 kann ich auf gar keinen Fall geben. Ja, das auf gar keinen Fall. Genau. Ich war dann so bei 84 ungefähr. Alles über 80 ist dann doch schon auch gut. Ja. Und heißt, der war ja auch gut. Ich hätte 82 gesagt, nur alles über 85 sind einfach Bretter. Alles über 90 sind die sippe ich einmal und wahrscheinlich nie wieder, weil sie so gut sind. Und drunter rangen sich ganz viele. Und dann würde ich wahrscheinlich einfach nur nochmal 3 Stufen runter, 82. Naja, passt. Ihr merkt, wir sind alle recht ähnlich. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir solche Bewertungen dranhängen sollen ans Video hinten oder drauf geschissen. Ja. Ich finde es ganz witzig. Vielleicht habt ihr den selber ja schon in der Base mal bewertet. Mhm. Oder wie würdet ihr ihn bewerten? Mit wie vielen Punkten? Fakt. Und wenn ihr den mal sippen wollt, dann checkt die Flaschenteilung aus. Machen wir einen Abgang. Wie dieses Titanic-U-Boot.